Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Und wir befinden uns hier immer noch bei unserem kleinen Schatzi-Liebling, hallo. Und falls ich heute irgendwelche Probleme mit dem Mikrofon habe, ich musste alles neu einstellen. deswegen, ich hoffe, dass alles gut gehen wird. Wir haben heute vor, zum Kran zu gehen, nicht wahr? Ich glaube, wir wollten zum Kran, ja. Unsere Quest ist da unten, aber ich möchte gerne vorher die Fragezeichen abklappern. Und es wird gerade dunkel, das ist perfektes Timing. Hallo? Ja. Perfekt, gehen wir mal einfach runter und gucken mal, dass wir nicht sterben. Das ist meine höchste Priorität, nicht sterben. Weil es nicht irgendwie funktioniert. Bin ich eigentlich schon gestorben? Ich glaube schon, ein oder zweimal, ne? Ja, passiert. So. Bevor wir hier weggehen, gucken wir hier natürlich rein. Springen. Ja. Und der lebt doch. Okay. Die leben alle. Das sehe ich doch. Die leben immer. Auch wenn sie auf dem Boden liegen. Ach, das ist ein Hasen. Ich dachte, was ist das denn? richtige Tiere. Oh. Na gut. Die sehen mir alle sehr lebendig aus. Guckt ihn euch an, wie lebendig er aussieht. Mit seinen offenen Augen. Okay. Das war so klar. Ich glaube, da ist mehr als einer. Ey, jetzt. Ich kann nicht runterzielen. WTF? Ich konnte nicht runterzielen auf seinen Kopf. Verzieh dich, Junge. So. Okay. Wieso konnte ich nicht runterzielen? Liegt das am Visier? Nö, hä? Seltsam. Oh. Hallo, Schlange. Hast du die Geräusche gemacht? Ich hoffe, ja. Lebst du auch? Zumindest jetzt nicht mehr. Na gut. Hat sich ja voll gelohnt, hierher zu kommen. Alter, Die Freude ist groß. Wieso geht's hier runter? Hier ist hier nix. Ja gut, hier war auch nur ein Gegner, aber trotzdem. Dafür, dass ich die Aufnahme gerade erst gestartet habe, war das echt schon schrecklich. Och. Steuerung von verschiedenen Spielen. Wie soll das ein Mensch hinkriegen? Ich brauche eigentlich hier so eine Einblendung. Oh. Wie die Steuerung ist für jedes Spiel. Ja, ist ja eigentlich auch nicht vorgesehen, dass man verschiedene Spiele spielt, ne? Man sollte sich auf eins konzentrieren, Leute. Und das sollte man spielen. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin gefangen, forever. Ach ne, hier war eine Treppe, ne? Ja, okay, ich bin nicht gefangen, alles gut. Was war das denn? Hab ich das gehört? Die hat gequiekt. WTF. Okay, einmal durch den Zaun hindurch. Und weiter geht's. Ne, es wird sogar hell gerade, ne? Ich bin aber auch gut in Scharfschütze sein. Ich sehe ihn. Einen Moment. Okay, ich kann nicht wirklich gut zielen mit dem Ding. Scheiße, das Schloss der Waffe ist voll gestaubt. Ladehemmung. Ja, super. Ja, gut, so kann ich nicht zielen. Habe ich hier ein besseres Visier? Nö. Na, dieser Mistkerl. Na, egal. Egal, ich sterbe hier nur. Scheiß. Ich muss mich einfach von Deckung zu Deckung positionieren. Und vielleicht die richtige Duckentaste. Oh, ohne. Nein. Nein, ich akzeptiere das jetzt nicht. Option. Viele Optionen. Kann man hier. Steuerung. Controller. Voreinstellungen. Ich will umstellen. Hocken. Da, perfekt. Ich muss mich dann komplett umstellen. Oh, Wurfmesser, Sprengladung. Ach du Scheiße. Atemmaske abwischen, reparieren. Sekundärwaffe werfen. Abwischen, reparieren, schießen. Okay, schießen und zielen ist immer noch gleich. Sehr schön. Scheiß drauf. Nur fürs Ducken. Ah ja. So ist gut. Huh!
Schießt du überhaupt? Das hört sich so an, als wäre da mehr als einer, oder? Zieht die überhaupt auf mich? Okay, das ist mehr als einer. Das ist gar kein Problem. Ich sollte vielleicht die Waffe wechseln. Das zu dir. Hab ich nicht dein... Ich hab doch deinen Kopf getroffen. Das wird doch nicht erzählen. Hallo? Sterben? Du auch? Au. Jungs, was ist denn los? Wo seid ihr alle? Tot. Du, für die Jungs wirst du büßen, du Arschloch. Du musst dich nur zeigen. Ja, komm her. Nein, ich wollte nicht wechseln. Okay, alles klar. Alles in Ordnung. Ich will nur den Loot haben und die Waffen. Und ihre Seelen. Ja, du schießt immer noch, ne? Ja, soll er mal schießen, ich loote so lange. Ach, guck mal, da ist ja noch einer. Guck mal hier, ich plündere sogar deine Freunde. Und ich krieg was Schickes. Nice. Siehst du mal, hat sich schon gelohnt, hierher zu kommen. Ja gut, begrüßen wir den oben mal. Ist vielleicht nicht so gut, eine Waffe mit Visier zu holen im Nahkampf, aber egal. Nee, kommt nicht, egal. Wo bist denn du? Der läuft einfach durch. Auf, er ist in der Kabine. Dort kann ich ihn nicht erwischen. Er ist tot. Ha, erwischt und eingesackt. Also gut, Artyom, sieh dir sein Nest an. Da muss es doch etwas Interessantes geben. Ich habe ein Visier bekommen, das ist schon gut genug. Wir treffen uns in der Basis. Oh, wie die sich freuen. Kommt doch her, Jungs. Kommt doch hier. Wir hauen ja hier eh gleich ab. Tja. Bin noch ein bisschen eingerostet vom Zielen her. Ich glaube, man merkt das, wie langsam ich gezielt habe. Uno Sekunde. Ich muss nur auf deinen Kopf zielen. Jetzt haben wir den da. Oh, die wackelt nicht, das ist schön. Komm her, Mann! Da fährt er mit dem Auto. Ah, so ein Scharfschützengewehr ist schon nice, ne? Will ich ja nichts gegen sagen. Ja, aber ich glaube, wir nehmen das Scharfschützengewehr, komm. Wobei wir natürlich... Von der Munition her haben wir hier natürlich ein bisschen mehr. Aber wisst ihr was? Ich nehme das Scharfschützengewehr erstmal. Dann packen wir das ein. Die Zugtypen haben den Bahnhof besetzt. Stellt ein paar Wachen auf. Sie sind etwa ein Dutzend, aber sie sind gut organisiert. Setze die Beobachtung fort. Einer der Zugtypen fährt mit einem Auto herum. Alter, einer nach dem anderen. Na, ja gut, können wir vergessen. Alter. Oh, was? Wieso werde ich hier... Okay. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ah, wie... Wieso ist das denn jetzt unten? Bleibt also alles sehr wachsam.
Jetzt drücke ich die falsche Taste zum Blocken. WTF? Wer snipert denn da? Wieso treffen die mich hier? Und wieso sind die hier überhaupt? Ist es, weil ich auf sie geschossen habe? War das vielleicht nicht so die beste Idee? Arschloch. Der lebt ja noch. Was ist denn das für eine Sniper, bitte? Ach. So, Headshot. Wieso können die so gut snipern? Ich, komm, wir gehen mal höher. Das werden die nicht vermuten. Ich hoffe, die Zombies laufen jetzt hier nicht hoch. Ich könnte einfach abhauen, ne? Aber ich tue es mal nicht. Ich will sie jetzt fertig machen dafür. Aber erstmal. Wie kriege ich jetzt meine Tasche zusammen? Ah, okay. Wo seid ihr Scheißtypen? Ah, guck mal. Ist das ein Kopf? Das war ein Kopf, ja. Wieso stehst du automatisch auf, du Idiot? Ach so, deswegen. Okay. Ich versuche immer zu atmen halt. Warte, hätte er nicht tot sein sollen? Ich will nicht behaupten, dass ich ein schrecklicher Sniper bin, aber meine Fresse. Einfach nicht lang nachdenken. Das ist das Problem beim Snipern. Das habe ich schon damals bei Halo gemacht. Ich habe viel zu lange gezögert. Ich habe immer gewartet, bis ich einen Kopf oder so sehe, anstatt einfach drauf loszuschießen. Und dann, ja, die Wartezeit, das macht's. Du darfst nicht zögern als Sniper. Das ist tödlich. Kann ich in das Auto eigentlich einsteigen? Was für ein armseliger Penner. Ich würde gerne runtergehen und den Loot holen. Ich glaube, das tun wir auch mal. Ich möchte halt alle Offsets haben und alles. Das ist mir schon wichtig. Wir können danach ja nochmal kurz hochklettern. Ist ja nicht so, als wäre das hier dramatisch. Aber ich denke mal, das hier Ganze ist hier ein bisschen inszeniert gewesen, damit wir snipern müssen. Hä? Wo ist... Achso. Also Freunde, wir lernen beim Snipern nicht zögern. Im echten Leben sieht es natürlich anders aus. Da musst du nämlich, warten. Ist ein bisschen blöd, wenn du da irgendwo rumliegst und sniperst. Und dann verschießt du erstmal 5-mal, dann kriegst du selber eine Kugel im Kopf. Was zum... Du sollst die Treppe benutzen. Aber wir müssen ja gar nicht zurück. Wir können ja direkt weiter. Stimmt. Verblute ich oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich eine Gasmaske brauche. Du hast doch eine Waffe gehabt. Habe ich sie schon auseinandergebaut? Nein. Und ich glaube, wir haben irgendwas Neues bekommen. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich glaube, ein Visier oder ähnliches. So, ich brauche den ganzen Scheiß. Nachdem ich für euch so viel verbraucht habe. Na gut, was ist mein nächstes Ziel? Da hinten. Der Schiffi, ne? Komm. Gehen wir zum Schiffchen. Schauen wir uns da hinten ein bisschen um. Das Einzige, was mich hier an dieser Gegend stört, sind die Ghule. Ich mag die überhaupt gar nicht. Hasse die Dinger. Elende, kleine, robuste Viecher. Das ist ja das große Problem, dass die so robust sind. Ach so, ich war außer Atem. Ach, ich habe gedacht, ich bin am Verbluten, dabei war ich nur außer Atem. Na gut. Gibt's hier irgendwas? Loot-technisches? Nee? Okay, dann nicht. Ich bin schon wieder weg. Hier lang.
Ich hoffe, das sind meine Schritte, die ich gerade höre. Kleine Mistviechers. Mach ich einfach kalt. Was wollt ihr dagegen tun, hä? Ach ja, ich habe ja kein Visier mehr. Ich hatte mal so ein schönes Visier dafür. Ist es einfach weg. Aha. Ich glaube, die haben mich bemerkt. Ich mit dir, Mann. Alles klar. Alles klar. Mir geht's gut. Ich will Loot. Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich will Loot, ich will Loot. Tschüss. Ist hier irgendwas Besonderes? Ja, die kleine Höhle, ne? Kann ich da eine Granate reinwerfen? Vielleicht nicht so die beste Idee. Okay, wir haben nur eine Sehenswürdigkeit gefunden. Schade eigentlich. Hi. Okay. Ich guck auf die Karte, nicht töten. Oh, wir sind mitten im Nest. Ich weiß, dass du da bist. Okay. Ist weg. Da war aber kein Loch. Ich vermute mal, da hängt der ein oder andere rum, ne? Sollte ich den Sniper rausholen? Erstmal luschern. Ja, guck mal, da läuft schon einer. Ich brauche echt dieses Visier von dieser Sniper. Wenn ich das Ding an diese Waffe hier ranmachen könnte, das wäre einfach das Beste. Wobei, ja, vielleicht auch nicht. Wenn ich nicht treffen kann damit, ist es ein bisschen blöd. Dann gucken wir, dass wir das so sneaky wie möglich hinkriegen. Ja. So, viel Munition habe ich jetzt nicht mehr dafür. Sichtbar bin ich auch ohne Ende. Hört sich in einem guten Plan an, finde ich. Shit. Lauf doch nicht weg! Okay, wir müssen die Stabilität verbessern. Weg ist er. Hat. Das war ja offensichtlich der Kopf. Ach, guck mal, wer da ist. Kriegst eine Kugel im Kopf, Junge. Ach, Scharfschützen, ja? Okay. Die müssen zuerst unser Ziel sein. Hey! Shit. Oh Gott, das sind viele. Das ist doch nicht wahr. Ich verarsche mich doch, oder? Mit ihren komischen kleinen Köpfchen. Als wüsste er, dass ich auf ihn ziele. Ey! Eines Tages, Freunde, eines Tages bin ich gut im Zielen. Dann mache ich sie alle fertig. Aber ich muss lernen. Ich muss lernen und geschickt werden. Dann hau ich sie alle weg. Der dreht sich auch immer, wenn ich schieße. Es ist, als würde er das mit Absicht machen. Guckt euch ihn euch an. Sobald ich ihn auf ihn ziele, dreht er sich. Also ich will ihm nicht unterstellen, dass er hackt, ne, aber meine Fresse. Und warum das denn jetzt nicht sein Kopf war, weiß ich auch nicht. Die Sniper ist schuld, nicht ich. Der Dreh... Mein Erzfeind. Das gibt's doch nicht, hör auf dich zu bewegen. Ich kann keine beweglichen Ziele treffen. Endlich, Halleluja. So. Den Rest kriege ich jetzt auch noch hin. Vor allem der Typ, der hier die ganze Zeit hin und her läuft, ist ein bisschen nervig.
Na gut, sobald mein Erzfeind gefallen ist. Sense. Wie soll ich den denn treffen? Hey! Geht doch. Es ist gut, dass ich weiß, wo du bist, weil du geredet hast. Komm, laufende Ziele. Der staunte, wa? Der staunte, wa? Da habe ich dich richtig schön erwischt. In den Lauf. Ich glaube, jetzt ist frei. Gut. Tun wir einfach mal so, als hätte ich jetzt nicht all meine Munition verschwendet, dann irgendwie 5 Leute. Vielleicht geben sie mir auch etwas zurück. Huch, was war das denn? Verdammte Scheiße! Ich ergebe mich! Achso. Alles klar, mach das. Was auch immer ich jetzt hier getan habe. Habe ich eine Flagge gehisst oder so? Hab ich Strom angemacht? Ich glaube, ich habe Strom angemacht. Halt! Da war was. So. Ich habe so oft geschossen, dass ich nicht weiß, wie viele Leichen hier liegen. Ich wette, wir finden nur irgendwie 2. Und irgendwo ist hier noch jemand, der sich ergeben hat. Dich habe ich im Lauf getroffen. Daran werde ich mich auf ewig erinnern. Du hast gewonnen, Mann. Hey, da! Ja, leg dich mal hin, Freundchen. Es ist nichts Persönliches, aber ich brauche dein Loot. Nee, sei mir nicht böse, wenn du wieder aufwachst. Ich habe dich ja nicht umgebracht. Ich bin ein netter Kerl. Ich bringe nur Leute um, die schusslos halb tot auf dem Boden liegen, um sie zu retten vor einem grauenhaften Tod. Nicht, weil ich das irgendwie toll finde oder so. Ich tue nur was Gutes, Leute. Die Leute, die da so wimmernd auf dem Boden lagen, so halb tot. Ja, dem muss man doch helfen, ne? Also du kannst du da nicht liegen lassen, ja. Ach, guck mal. Eine Grube voll von Müll. Ich habe mehr umgebracht, als ich dachte. Es fühlte sich an wie 4, 5 Stück, aber es waren tatsächlich 6. Mit dem einen, der sich gerade nicht wehren konnte, natürlich. Wo sind die anderen Leichen? Sind sie weggelaufen? Den kennen wir schon. Sehr schön. Eine Sniper-Munition zurückbekommen. Hat sich voll gelohnt. Ich habe Plus gemacht. Man muss einfach alles positiv sehen, Leute. Alles positiv sehen. Naja, de facto ist, wir gehen jetzt weiter. In die Richtung. Oh, das war nicht das Schiff. Ja, gut, ja. Ja, passiert, ne? Also, ich habe das Licht angemacht. Ja. Ist natürlich gut, ne? Ein bisschen zur Stromverschwendung, aber naja. Machen wir das Licht aus. Ich habe das Gefühl, das ist nicht das Licht. Was bist du dann? Der geht ja dahin und dann geht er da entlang und oh. Ich sehe. Dann würde ich glatt mal behaupten, gehen wir mal direkt ins Nest. Klabustern uns hier noch ein bisschen was zusammen, ne? Und, hä? Nein, nicht runter. Wollte darauf. Dann gehen wir hier zu Miss Angelo. Und dann gehen wir hier runter. Frage ist nur, was finden wir hier vor? Gegners? Ghule? Ein Spiegelbild von mir? Nee, wird es nicht. Solange es kein bescheuerter Hurensohn anfasst.
Ich zeig dir gleich, was ich anfasse. Warte kurz. Oh. Sind zu zweit, ja? Wo ist das Scheißding? Nee, das war mein Visier. Ja. Mit wem redet er da? Ach! Tja, dann wirst du ihn wohl holen müssen. Jetzt habe ich gesehen, mit wem er redet. Das wäre ein bisschen ungünstig gewesen. Sehr schön, eine neue Sache. Ich wollte dich schlagen, ich wollte seine Waffe auseinanderbauen. So, woran hast du hier rumgefummelt? Nee, kann ich leider nicht ausmachen. Schade. Aber wäre ein bisschen auffällig, wenn ich den ganzen Strom ausmache, oder? Da wird ja irgendjemand kommen. Mal nachgucken. Auf jeden Fall Lichtquellen ausschalten. Ich versuche hier wirklich jetzt durchzuschneiden, was? Durchzuschleichen. Vorher aber... brauche ich ein bisschen von dieser schicken Munition. Was ist denn mit meiner Feuermunition? Die kann ich selber herstellen. Ach, an der Werkbank wahrscheinlich, ne? Mein Fuß ist eingeschlafen. So. Wir sollten auch irgendwie ein bisschen arbeiten mit Flaschen und so weiter, ne? Das wird die Leute auch mal ablenken. Oh, shit, ey. Hä? Wieso bin ich da überhaupt reingegangen? Da muss es irgendwas geben. Irgendwas, was ich manipulieren kann. Na, da unten war schon mal nichts. Aber vielleicht kann ich mich hier komplett durchschleichen. Da geht's hoch. Sklave. Du bewegst dich ja kaum. Okay, wie stellen wir das an? Verriegeln! Hä? Bitte was? Verstanden! Verriegeln! Okay. Hier sind ein paar Leute. Ich habe gesehen, dass da oben einer ist. Vielleicht sollten wir da oben zuerst hingehen. Aber ich würde sagen, dies sparen wir uns für die nächste Folge auf zu einem nächsten Zeitpunkt. Ich muss mal kurz meine Mikrofonqualität angucken. Haut rein, euer Zero. Tschüss.